Die stärksten Spieler in der stärksten Liga der Welt. Wählt jetzt euren Star in das All-Star-Team, das am 2. Februar 2013 in Leipzig auf die deutsche Handballnationalmannschaft trifft. Und das sind die Nominierten in der Rückraummitte. Bartolomé Jaschka von den Füchsen Berlin. Jaschka ist derjenige, warum die Füchse überhaupt da oben stehen. Vielleicht der dynamischste Mittelmann, unwahrscheinliche Antrittsschnelligkeit. Aus dieser Antrittsschnelligkeit kommt ein ganz, ganz dynamischer, harter Wurf, den keiner oft vermutet. Und im 1 gegen 1 hat er absolut seine Stärken. Domagoj Duvnjak vom HSV Hamburg. Ja, Dulle ist zweifelsfrei, wenn nicht schon der beste Mittelmann, einer, der es in den nächsten 3-4 Jahren wird. Also er hat die Qualität in der Abwehr, kann da jede Position spielen, vorne auf der Mitte mit einer unglaublichen Kreativität, Torgefährlichkeit und sage ich nicht, weil er bei uns spielt, aber er ist eine absolute Rakete. Daniel Narcisse vom THW Kiel. Narcisse ist wohl eines der 7 Handball-Weltwunder, die anderen 6 verrate ich jetzt nicht, die bleiben noch geheim. Er hat vielleicht die beste Athletik, die beste Sprungkraft, die ein Bundesligaspieler hat. Nicht umsonst nennt man ihn ja auch Air France. Der Junge steht 3-4 Sekunden in der Luft, da ist der Block schon längst wieder unten. Und deswegen zu Recht auch in der Wahl. Morten Olsen von der TSV Hannover-Burgdorf. Ganz gemein. Gemeiner Junge, ehrlich. Also ich finde es schwierig, gegen ihn zu halten, weil er so Schlagwürfe hat da unten rum und man sieht sie sehr spät kommen. Zieht dann wirklich in jede Ecke noch und ist für einen Torhüter gemein, definitiv. Quentin Mahé vom VfL Gummersbach. Der wird richtig gut. Also Mahé ist, glaube ich, einer, der von seinem Spielwitz her und seiner Schnelligkeit das Spiel auch dominieren kann. Ich glaube, dass einige Topclubs schon ein Auge auf ihn geworfen haben, dass er irgendwann da auch landen wird. Er ist als Linksaußen super und als Mittelmann auch. Und das können nicht viele von sich bauen. Thomas Mogensen von der SG Flensburg-Handewitt. Er ist ein sehr intelligenter Spielmacher, der trotzdem immer noch die Lücke sieht und dann auch mal 1 gegen 1 das Ding alleine reinmacht. Also ist schon ein ganz, ganz wichtiger Spieler für Flensburg. Und jetzt ist eure Meinung gefragt. Ab dem 19.11. könnt ihr abstimmen unter www.dkb-handball-bundesliga.de.